Hey ho Leute, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Format. Diablo 3, Bilds and More. Wir fangen an mit den Barbaren. Das Video hier wird euch vor allen Dingen erklären, welche Stats ihr beim Barbaren möglichst hochhalten solltet, was wichtig ist und wie verschiedene Spielmechaniken eure Überlebensfunktion und euren Schaden beeinflussen. Wir fangen also an mit den grundlegendsten Sachen. Ein Barbar wird auf Stärke und auf Vitalität gespielt. Geschicklichkeit und Intelligenz sind uns vollkommen egal. Stärke gibt uns Rüstung, ein Punkt je Stärke, und erhöht unseren Schaden. Während Vitalität natürlich unser Leben erhöht. So, das erstmal vorweg. Kommen wir zu den offensiven Stats. Die meisten Werte hier werde ich später in speziellen Builds noch erklären, inwiefern sie nützlich sind und so weiter. Aktuell geht es nur darum, welche Stats wirklich essentiell sind. Das wäre hier jetzt zum Beispiel der kritische Trefferschaden und die kritische Trefferchance. Man sollte versuchen, ein Verhältnis von ca. 1 zu 10 aufzubauen. Sprich, für jedes Prozent, das ihr an kritischer Trefferchance habt, solltet ihr circa auch 10% an kritischen Trefferschaden haben. Warum man dieses Verhältnis aufgestellt hat, ist eigentlich recht einfach zu erklären. Wenn ihr zum Beispiel nur 20% Crit hättet, also Crit Chance, aber dafür 500% Crit Schaden, würdet ihr, wenn ihr denn einmal crittet, einen massiven Schaden machen, aber ihr würdet halt kaum critten. Was wiederum sehr unregelmäßig und frustrierend sein kann, wenn man zum Beispiel gegen sehr starke Gegner kämpft und einfach der verdammte Crit nicht kommen mag. Wiederum andersrum, hohe Crit-Chance, kaum Crit-Schaden, mit 50% Crit-Schaden, aber nur 100% kritischen Treffer, ihr würdet kaum den Unterschied zwischen einer normalen Fähigkeit und einer kritisch treffenden Fähigkeit bemerken, denn der Schaden unterscheidet sich ja dann kaum. Von daher, in diesem Verhältnis lohnt es sich halt am meisten. Das hat sich durch viele Tests und natürlich durch sehr langes Spielen als erfolgreich herausgestellt. Ein weiteres Stat, das aber nur für Leute interessant ist, deren Paragon-Level schon etwas höher ist, ist der Flächenschaden, denn dieser lässt sich über die Paragon-Level-Verteilung für einen Barbaren sehr gut steigern. Kommen wir zu der nächsten Abteilung, und das wäre die defensive Abteilung. Defensive Abteilung, also das, was wir aushalten. Wir fangen mit Rüstung an. Rüstung bekommen wir über unsere Stärke und über ansonsten nur unsere Gegenstände. Das andere, was wiederum für unsere Barbaren zumindest unsere Defensive beeinflusst, ist nicht der Blockwert, nicht die Blockchance, nicht die Ausweichchance, sondern die Widerstände. Diese Widerstände sind je nach Art des Schadens, den ihr abbekommt, in dem Fall physisch, Schlag, Kälte, Einfrieren, Feuer, Feuerball, Blitz, Gift, na, ihr wisst schon. Ab bestimmten Werten wird prozentual euer Schaden, den ihr bekommt, verringert. Hier zum Beispiel bei der Rüstung sind es bei mir 80%. Wiederum bei niedrigster Widerstand im physischen Bereich oder allgemein sind 1014. So, das heißt hier ca. 75% Reduktion. Wenn ich also Schaden erleide, mal angenommen, ich bekomme 100.000 Schaden, würde davon nur 20.000 Schaden hier übrig bleiben und hier wiederum würden dann von dieser ganzen Sache auch nur noch 5.000 Schaden übrig bleiben. So, und das bedeutet also, effektiv habe ich den Schaden des Gegners wirklich groß verringert. Jetzt komme ich auf ein Thema zu sprechen, das viele Barbaren häufig falsch verstehen, aber auch allgemein ist es ein häufiger Spielerirrtum zu sagen, meine Zähigkeit ist das, worauf es ankommt. Dieser Wert soll euch suggerieren, wie viel ihr aushaltet mit allem eingerichtet. Was natürlich eine wunderbare Sache ist, besonders für welche, die gerade das Spiel beginnen, um festzustellen, wie gut stehe ich denn eigentlich da. Später allerdings wird es sich für euch sehr viel schwieriger gestalten, darum gehe ich jetzt darauf ein. Denn diese Zähigkeit ist relativ irreführend.
Ihr könntet euch 20 Millionen Zähigkeit stacken, wenn ihr Rüstung oder Widerstände stark vernachlässigt dafür, dann würdet ihr sehr viel schneller sterben als alle anderen. Warum passiert das Ganze? Ganz einfach. Das hängt damit zusammen, dass die Reduzierung auf keinen Fall irgendwo leiden darf. Bekommt ihr halt, wie ich es sagte, 100.000 Schaden, mal angenommen, eure Rüstung ist derselbe Wert, aber hier nur die Hälfte, dann würdet ihr dort keine 5.000 Schaden mehr kassieren, sondern richtig schöne 10.000. So, und würde sagen, ich habe ja total viel Leben, 10.000 Schaden, das ist ja eigentlich kein Problem. Da habt ihr eigentlich vollkommen recht. Es macht eigentlich keinen Unterschied, wo eure Zähigkeit herkommt. Aber im Zusammenhang mit dem nächsten Punkt, den wir im Bereich Leben finden, das ist nämlich die Heilung, hat das durchaus einen größeren Zusammenhang. Nämlich diesen, dass ihr euch ja gegen den Schaden eurer Gegner entgegenheilen könnt. Sprich, wenn ich 5.000 Schaden bekomme und 5.000 heile, ist der Schaden des Gegners effektiv gesehen eigentlich 0. So. Werte, die sich gut stacken lassen, gibt es sehr häufig. Allerdings, für einen Barbaren, da wir ja auch Schaden anrichten wollen, ist es schwierig, Leben pro Sekunde, Leben pro Treffer gut zu stacken. Was allerdings ziemlich gut geht, da wir ein entsprechendes Passiv haben, ist Leben pro verbrauchter Wut. Was bedeutet, jeder Wutpunkt, den wir verbrauchen, heilt bei mir zum Beispiel 1300 Leben. Ist eine wundervolle Sache und bedeutet, wenn ich zum Beispiel Seismisches Schmettern einsetze, dass ich damit irgendwas um die 28.000 an Leben zurückbekomme. Sprich, bis zu einem Schadenswert von 28.000 pro Treffer kann ich mich gegen haben. Wiederum, wenn man auf diesen Wert nicht achtet und seine Resistenzen stark vernachlässigt, bekommt man immer wieder Schaden. Irgendwas um die... Ich würde jetzt mal behaupten, wie ich schon sagte, 10.000. Wenn ihr 10.000 Schaden bekommt und euch nicht gegenhalten könnt, sinkt euer Leben logischerweise immer weiter ab. Das einzige wäre nun die Möglichkeit, sich bei Heilkugeln zu heilen. Allerdings ist es nie garantiert, dass eine Heilkugel droppt. Es wäre ein ziemliches Glücksspiel, darum würde ich das nicht empfehlen. Um euch jetzt noch einmal zu verdeutlichen, wie diese Stats an einem Mob funktionieren, werde ich mal sehen, dass ich was finde, wo ich mich ein wenig austoben kann. Lalalala, Ladezeit. Ah, schön. So, ihr seid gleich gut. So, ich bin nicht gebufft und krieg hier 30.000 Schaden. Das war jetzt einmal mal zu verdeutlichen, ich habe nicht sehr viel gesehen. Jetzt mache ich mich durch und ich werde meinen Wut verbrauchen. Schon ist mein Leben wieder voll. So, ich werde jetzt mal versuchen, alles bis auf einen Gegner auszupflanzen. So, okay, da hätten wir ihn. Na komm, schlag mich. So, das sind 26.000 Schaden. Und 27. So, wenn ich jetzt die Resi reduziere, na, der würde es ganz gut bringen. Ich ziehe die Schuhe aus. 36, seht ihr es? 39.000. Das ist wirklich ziemlich viel an Steigerung. Ich ziehe die Schuhe wieder an. Und jetzt einmal schmettern. Und nochmal schmettern. Ihr seht es über meinem Kopf. Das waren gerade 29.000 Leben, die ich geheilt habe. Ich bin jetzt etwas verletzt. Und wenn ich auch keine Gegner habe, ich kann mit den Schmettern sofort mein Leben wieder auffüllen. Und um es euch ein bisschen zu verdeutlichen, wie es sich dann spielen würde, laufe ich mal ein bisschen rum und werde ein paar Viecher töten. Also, have fun watching! Huch, das ist ja... Ja, okay. Das war nicht beabsichtigt. Klasse. Call me idiot. Schön Verlauf. Ach, machen wir es hier mit diesem Event. Die Typen da das Fernglas bringen. Passen wir die Kraft schon. Also, los geht's. Wir gehen rein und da kommt der erste.
Damage auf Sekunde. Ist aber völlig egal, da wir uns gegen Schaden gegenheilen. So gut auffrischen und wieder ins Getümmel stürzen. Ja, vereisen kann er uns auch noch. Jetzt sind wir gerade ziemlich lau durch die Vereisung und wir legen los. Wie ihr jetzt gerade gesehen habt, ohne die nötige Heilung wäre ich hier einfach gestorben, da es keine Möglichkeit gibt, diese Art und Weise zu überleben, wie die Gegner euch Schaden machen, wenn ihr euch nicht entsprechend gegenhaltet. So, das hat im Großen und Ganzen jetzt den Umfang besessen, den ich anbringen wollte, um euch die grundlegenden Stats eines Barbaren näher zu bringen. Wir sehen uns bald wieder, ich hoffe es hat euch gefallen und war nicht zu langweilig, mit meinem direkten Barbaren-Bild und noch weiteren Einführungen in verschiedene Klassen. Cheerio!